Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Marktanalysen nach der Location Point Methode. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Und natürlich freue ich mich auch, dass unser Referent heute, Gilbert Kreuzthaler, wieder für uns die Zeit gefunden hat und mit uns diese Veranstaltung entsprechend macht. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXFED. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, bevor ich den Bildschirm entsprechend übergebe. Denn ja, der Risikohinweis ist wichtig und wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt heute. Und da werden sicherlich ein paar Trading-Setups dabei sein nach der Location-Point-Methode. Müssen Sie trotzdem Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Einen schönen guten Abend, Michael. Gut, dann, lieber Gilbert, kriegst jetzt den Bildschirm. Ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Okay, ja, ich glaube, den Risikohinweis hast du schon gegeben, Nelson, oder? Ja, korrekt. Mal an. Ja, okay, dann vielen Dank für die Anmoderation, Nelson. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier wieder mal bei FXFLAT hier das Location Point Trading TradersZX ein bisschen auch vorzustellen. Ich möchte Sie alle sehr herzlich begrüßen auch zu diesem Workshop Location Point Methode, Analyse der Märkte nach der Location Point Methode. Mein Name ist Gilbert Kreuzthaler, bin CEO von Agena Trader und Traders Yard. Ja, und habe eben so meinen eigenen Handelsstil auch entwickelt. Das heißt nicht unbedingt meinen eigenen Handelsstil, sondern einen Handelsstil, den ich in einem Prop mit einer Prop-Firma eigentlich in den Basics eigentlich dort gelernt bzw. ausgeübt habe und das Location Point Trading dann daraus mehr oder weniger durch Beobachtungen der Märkte dann verfeinert habe und dann hier einen Trading-Stil mehr oder weniger nicht geschaffen habe, sondern eigentlich von Beobachtungen der Märkte hier zusammengefasst habe und das eben unter dem Namen Location Point. Ich schaue jetzt gerade mal, falls Fragen reinkommen. Ich muss mir jetzt das Bett nochmal herrichten. Ja, dann werde ich gleich mal loslegen. Es gibt hier keine Folien. Ich mache das Ganze Operation am offenen Herzen. Ich bereite mich auch nicht, weiß ich, wie auf ein Webinar vor, sondern ich zeige Ihnen eigentlich das, wie ich eigentlich auch die Märkte grundsätzlich vorbereite, wie ich damit arbeite, so eigentlich den täglichen Prozess auch durchführe im Zuge der Location Point Methode. Und das ist, glaube ich, am besten auch, dass Sie sehen, wie wendet man diesen Trading-Stil überhaupt an, beziehungsweise wie arbeitet man, wie nähert man sich mehr oder weniger Entscheidungen in den Märkten auch an. Ja, das heißt, ich zeige Ihnen ganz kurz, ich glaube, es dürfen eh schon einige dabei sein, die mir schon öfter jetzt zugeschaut haben. Und aber kurz nochmal zur Erklärung, was ist Location Point Trading? Das ist eigentlich, man kennt ja Elliott-Wellen Trading, man kennt Markttechnik, da kann sich jeder darunter etwas vorstellen. Location Point ist ein Kunstname, den ich selber geschaffen habe eigentlich. Aber worum es eigentlich geht, ist immer das, dass wenn man sich das in den Charts, ich immer mehrere Linien verwende. Und zwar hauptsächlich die gleitende Durchschnitte wie den SMA 20, den Sie hier als grüne Linie sehen, den SMA 8, den Sie hier als rote Linie sehen. Ich arbeite mit den äußeren Bollinger Bändern, die Sie hier sehen. Ich arbeite mit dem SMA 200, den Sie hier sehen. Und ich arbeite mit dem EMA 130, den Sie auch hier sehen. Was immer wichtig ist beim Location Point Trading, ist immer, dass man sich nicht nur eine Zeiteinheit anschaut, wie man zum Beispiel hier, und dieser Fehler wird auch sehr oft gemacht, dass man sich nur eine Zeiteinheit immer anschaut und da natürlich das Bild auf das Große verliert, sondern bei mir ist beim Location Point Trading ist auch immer wichtig, wie
zeigt sich der Gesamtmarkt, und zwar auch, wie findet man das große Bild? Und das große Bild ist immer, das holt man aus den übergeordneten Zeiteinheiten. Das heißt, wenn ich auf einem Tag arbeite, und das sehen Sie auch hier zum Beispiel, dass ich die Analysen mir im Scanner auf ein Tages-, ein Wochen-, ein Monatsbasis mache, und genau auch diese Zeiteinheiten habe ich auch immer in den Charts drinnen, weil da sieht man dann wirklich, wie hat sich der Markt ausgebildet. Ich habe nicht nur einen kleinen Ausschnitt von ein paar Tagen, sondern ich sehe, wie ist zum Beispiel der Monatschart, wie schaut der Wochenchart aus, wie schaut der Tageschart aus. Was aber wichtig ist, auch nur um nochmal zu erklären, ist mit den Linien, sehr oft werden ja Linien dazu verwendet, wie zum Beispiel, wenn der SMA 8 den SMA 20 irgendwo kreuzt, oder? Und da sieht man genau in dem Beispiel hier schon, dass man sich eigentlich hier nicht wirklich etwas auslesen kann. Für mich im Location Point Trading ist wichtig, was passiert, wenn der Markt eine dieser Linien berührt und darauf reagiert, wie Sie hier zum Beispiel gut sehen. Das ist im Location Point Trading wichtig, aber nicht nur, wie was passiert in derselben Zeiteinheit, sondern auch, was passiert darüber. Das heißt, die Annäherung im Location Point Trading passiert immer. Ich schaue mir zuerst die übergeordnete Zeiteinheit an, mache mir hier ein Bild, wie ist die, wie man es im Markttechnik Trading so kennt, und sagt, die Großwetterlage, das hat hier nichts wirklich mit Markttechnik zu tun. Aber ich schaue mir immer an, wie hat sich zum Beispiel ein Monat einer dieser Linien auch entwickelt. Danach schaue ich mir die Woche an. Das ist hier gleich mal ein gutes Beispiel, das man hier hat, das ich hier auch vielleicht auch gleich mal zu Beginn hier auch zeigen kann, dass wenn ich mir jetzt hier die CAG, die Conagra Foods anschaue, die mir hier ein bestimmtes Bild zeigt, vielleicht auch nicht ganz zu unterschlagen, ist auch hier noch der Climatic Distance Indikator. Das ist auch noch zu erwähnen. Das ist auch ein sehr wichtiges Hilfsmittel, den ich auch selber entwickelt habe, der folgendermaßen funktioniert. Man sieht hier die weiße Linie in der Mitte, ist der SMA 20 hier normalisiert. Wieso der SMA 20? Dort ist ganz einfach, habe ich beobachtet, dass die Märkte sich mehr oder weniger immer um den SMA 20 pendeln. Nicht umsonst haben die Bollinger Bänder auch den SMA 20 als mittlere Linie. Der John Bollinger hat sich natürlich dabei etwas auch überlegt. Das ist nicht zufällig gekommen, sondern eben genau aus diesem Grund auch, dass sich am SMA 20 immer etwas tut und dass hier die Abweichungen mehr oder weniger sehr gut dargestellt werden. Was aber hier auch passiert ist, dass, wie ich gesagt habe, dass der Markt immer, und das kann man auch sehr gut nachvollziehen, immer um diesen SMA 20 pendelt, beziehungsweise manchmal auch auf den SMA 20 auch reagiert. Und genau das Dieses Verhalten ist hier im Climatic Distance Indikator, der übrigens auch im Trader ZX oder im Arjuna Trader auch drinnen ist, dass man hier in der Mittellinie sieht, das ist der SMA 20, und das ist mehr oder weniger der Markt, der sich hier um diesen SMA 20 auch bewegt und pendelt. Die roten Linien sind so die Standard, die nicht die Standardabweichungen der Bollinger Bänder, aber so die durchschnittlichen Abweichungen von der 20er Linie hier, über eine bestimmte Periode zurückliegend. Und hier sieht man recht gut, dass immer, wenn sich der Markt mehr oder weniger aus diesem Standardverhalten hier rausbewegt, dass er dann wieder dazu neigt, an den SMA 20 zurückzukehren, beziehungsweise wieder abzuweichen, wieder zurückzukommen und sich eigentlich hauptsächlich in größtenteils in dieser Range bewegt. Und wenn er hier aber Climatic wird, deswegen heißt er auch Climatic Distance Indikator, dann gibt es sehr oft die Neigung wieder des Marktes, dass er wieder an den SMA 20 zurückkehrt, und hier eine Reaktion macht. Also nur, dass Sie den hier auch verstehen, das ist für mich jetzt kein Signalgeber, sondern es ist ganz einfach eine Einschätzung des Marktes. Wo liegt der Markt gerade? Ist er gerade überhitzt? Ist er gerade
zu weit nach unten gelaufen? Ist er zu weit nach oben gelaufen? Hat er zumindest ein Potenzial? Und dann, wenn man hier dann in solchen Phasen dann Umkehrsignale bekommt, dann werden sie interessant. Also nur das hier mal kurz zur Erklärung. Vielleicht auch noch, ich gehe dann gleich noch auf die CAG näher ein, aber wie auch mein Workspace aufgebaut ist, ich habe hier eine Reihe von unterschiedlichen Werten, Forex-Werten. Der Agena Trader ZX kann ja an den MT5 connecten. Das heißt, grundsätzlich läuft hier FX Flat MT5 im Hintergrund. Ich kann mir hier diese Listen importieren aus dem MT5 und kann sie mehr oder weniger sehr gut hier analysieren und kann aber auch direkt dann aus dem Trader ZX hier die Trades auf den MT5 absetzen. Das heißt, man sieht hier unterschiedliche Listen, man sieht hier in den Scannern drinnen die Ein-Tages-, die Ein-Wochen-, die Ein-Monats-Spalten. Ich habe hier unterschiedliche Signale, das ist ein Location Point, das ist ein 20-Train, das ist ein Stairway-Pattern. Ich gehe jetzt nicht im Moment näher darauf ein, das ist auch ein Short-Stairway-Pattern. Ich habe hier unterschiedliche die Majors, ich habe hier die Spot Majors, ich habe hier zum Beispiel die Spot Miners, ich habe hier, was ja bei FX Flat auch sehr gut unterstützt wird, auf der einen Seite gibt es MT5, andererseits haben sie ja auch Interactive Brokers, das heißt mit Futures, Aktien kann man hier auch sehr gut kombinieren, alles in einer Plattform. Ich habe hier den S&P 500 reingeladen, da sieht man diverse Signale. Ich habe hier den Russell 2000 reingeladen. Es sind hier im Moment der Russell 2000. Ich habe, um das System nicht zu sehr überlasten, habe ich dann aus dem Russell 2000 nur 1700 Werte genommen. Wir haben jetzt hier im Moment 1108 Werte, die in Realtime gescannt werden, die ich nach meinen Signalen durchscannen kann. Jetzt wird es dann interessant, und zwar hier sich natürlich die ganzen Signale anzuschauen, ist natürlich mühsam, ich muss mich durchklicken, ich muss mir die einzelnen Signale aus einem Russell 2000 irgendwo raussuchen, muss hier rauf und runter scrollen, das ist relativ mühsam. Es gibt hier den Dynamic Scanner und der Dynamic Scanner fasst mir alle Signale aus diesen Listen, die ich hier geladen habe, zusammen in eine kompakte Liste und ich sehe hier alle Signale, die im Moment gerade auftreten. Da wird man sich natürlich fragen, was hat das für einen Sinn, wenn ich hier 100 Signale bekomme, ich kann auch nicht alle traden. Der Dynamic Scanner ist genau dafür da, dass man sich genau seine Stockpicks rausholt. Es ist nicht jedes Signal auch ein gutes Signal, aber das Auge kann entscheiden, wie das Signal zu werten ist. Und genau hier hat man die Möglichkeit, sich mehr oder weniger aus diesem Dynamic Scanner sehr kompakt, aus einer großen Anzahl von vielen Werten, eine überschaubare Menge rauszuholen, beziehungsweise hier ein Bild zu machen, wie übergeordnete Signale hier auch ausschauen, wie ich die in den untergeordneten Signalen, in den untergeordneten Zeiteinheiten eventuell interpretieren kann. Und ich habe hier eine sehr kompakte Liste, die man sich hier dann mehr oder weniger anschauen kann und daraus aber seine Stockpicks generieren kann. Und dafür hat man dann in der Handelsplattform die Möglichkeit, diese auf eine Stockpick-Liste zu geben. Und zwar indem man sich hier eine Instrumentliste mehr oder weniger definiert, die hier in den Action-Bar hineinlegt. Und zwar kann ich Ihnen gleich kurz zeigen, wie das auch funktioniert, dass man hier auf die Tools geht, dass man sich eine Instrumentliste auswählt aus den bestehenden Instrumentlisten. Hier habe ich genau, hier könnte ich zum Beispiel eine Long Location Point Liste noch dazu auswählen, eine Short Location Point Liste, die ich mir selbst generiert habe. Das heißt, hier hat man die Möglichkeit, selbst definierte Instrumentlisten in den Action Bar zu legen. Habe mir hier eine reingelegt und die wird dann mehr oder weniger hier als Kachel auch angezeigt. Und wenn man jetzt Werte hier aus dieser Liste findet, und sagt, okay, das wäre jetzt interessant, die möchte ich mir genauer anschauen, diesen Wert, so kann ich mich jetzt hier durch diese Dynamic Scanner Liste hier durcharbeiten. Nicht jeder Wert ist interessant, aber die ich mir genau anschauen möchte, wie zum Beispiel hier diese Keys, die könnte interessant sein, dann klicke ich hier drauf. Damit ist sie in diese
Location Point Liste gewandert und man sieht, sie ist jetzt hier. Und daraus kann man dann immer mehr und mehr und mehr seine Werte verfeinern, seine Listen mehr oder weniger einschränken, um im Endeffekt dann 2, 3, 4, 5 Werte jeden Tag zu finden, wo man sagt, das macht Sinn, die möchte ich jetzt handeln. Das heißt, ideal fürs Swing Trading so aufzubauen, dass man aus einem großen Ansatz, aus vielen, vielen Werten, sich immer mehr und mehr einschränkt auf einige wenige Werte und dann aus diesen Signalscans heraus dann wirklich seine Liste baut und sagt, das ist jetzt für mich dann wirklich interessant. Die kann ich noch einmal durchschauen und kann mir dann darauf entscheiden, den nehme ich oder den werfe ich raus, der ist für mich nicht interessant. Dann drücke ich hier auf Entfernen und dann ist dieser Wert nicht mehr drinnen, falls er mir nicht mehr passt im Endeffekt. Also kann ich hier sehr, sehr gut damit arbeiten. Okay, aber das ist nur der Ansatz, wie man sich wirklich hier auf einige wenige Werte täglich dann mehr oder weniger konzentrieren kann, was hier gerade gehandelt werden ist, wenn man zum Beispiel einen Swing Trading Ansatz hat, wo man sehr oft wo man nicht intraday handelt, aber sagen wir so, auf mittlere Zeiteinheiten oder mittlere Zeitspannen mehr oder weniger handelt. Kommen wir zurück auf die CAG, die ich vorher auch schon angesprochen habe. Die habe ich ja auch schon, wie man sieht, auch hier in die Location Point Liste gegeben. Aus welchem Grund? Ich habe jetzt hier ein Location Point Stairway Pattern bekommen, was immer das ist. Also das ist ein Location Point Signal, das ich Ihnen kurz auch erkläre. Kommt folgendermaßen zustande, dass wenn der Wert zum Beispiel hier runterkommt, in dem Fall geht er herauf, kommt wieder runter, er geht wieder rauf, kommt runter und was jetzt passiert ist, dass sich hier das Bollinger Band nach oben zu bewegen beginnt. Das heißt, es zieht sich zusammen. Der Wert, der Markt, das Bollinger Band kommt dem Markt entgegen. Und wenn das passiert und hier eine Umkehr passiert mit einem Umkehrstab zum Beispiel, dann ist das ein Signal. Und diese Stairway Patterns, die sind relativ, wie soll ich sagen, gut, relativ starke Signale. Auch in dem Fall sieht man hier, dass es hier auch eine Unterstützung gibt. Und zwar hat sich hier ein Doppelboden gebildet mit der CAG. Das heißt, wenn ich mir den jetzt hier anschaue, befinden wir uns hier auch in einer Resistance hier oder in einem Support eigentlich von dieser Kerze. Und es scheint hier, dass dieser Wert hier wieder dreht und zusätzlich noch mit einem Location Point Signal dreht. Das heißt, grundsätzlich ist dieser Wert mal vom Tagesansatz interessant. Wieso aber, schaue ich ihn mir grundsätzlich auch an und da wird es jetzt auch interessant. Ich habe vorhin schon kurz gesagt, auch es ist immer wichtig, auch wie reagieren die Märkte am SMA 20. Was hier passiert ist, ist das, dass der Markt grundsätzlich auf Monatsbasis hier in die Seite geht, aber wenn man ihn anschaut oder gehen wir von hier weg, Markt kommt rauf, SMA 20 kommt runter, wir haben hier den SMA 200, was natürlich auch immer, was man auch kennt, dass eine starke Unterstützung ist, der Markt geht rauf, kommt runter, reagiert hier am SMA 20, geht rauf, kommt runter, wir haben hier das Bollinger Band außen, der Markt geht rauf hier, tut sich schwer mit dem SMA 20, kommt wieder runter, geht rauf, kommt runter, geht durch rauf jetzt. Das heißt, er hat jetzt grundsätzlich mal den SMA 20 nach oben gebrochen, kommt wieder zurück. Jetzt haben wir hier eine starke Abwärtskerze. Wir sind grundsätzlich mal hier mit diesem Wert auf Monatsbasis durch den SMA 20 wieder durchgegangen, aber grundsätzlich sage ich mal, hat der Markt hier ein Potenzial, dass er doch am SMA 20 auch reagiert, wie zum Beispiel hier. Ist auch SMA 20, geht nach unten, zieht aber dann auch oben los. Das heißt grundsätzlich mal vom Monatsbild nicht ganz verkehrt, dass der Wert hier nach unten geht, eigentlich hier auf Monatsbasis relativ neutral. Schauen wir uns die Woche an. Die Woche ist so,
da wird es interessanter jetzt mit der Woche. Wir haben hier das Bild, dass der Markt auch hier wieder seine Crisscrosses rund um den SMA20-Markt hier raufgegangen ist, hier runter. Aber was man hier sieht, der Markt hat hier am EMA 130 gedreht, was auch eine wichtige Linie ist im Location Point Trading. Der Markt ist hier raufgegangen, kommt wieder runter und wir sehen hier, dass er jetzt hier am SMA 200 hängt und der SMA 200 ist auch immer eine wichtige Linie, wie man hier sieht, dass die Märkte auch immer wieder den SMA 200 hier mehr oder weniger berühren, aber und da auch die Möglichkeit haben, wieder in eine bestimmte Richtung zu gehen. Und hier sind wir genau auch am SMA 200 angekommen. Das heißt, man sieht auch, der Markt ist hier runtergekommen, reagiert hier am SMA 200 und baut hier gerade eine Umkehrkerze auf Wochenbasis auf. Die ist noch nicht fertig. Aber grundsätzlich sehen wir hier eine Reaktion auf Wochenbasis. Und jetzt kommen wir auf den Tag und wir bekommen hier ein Long-Signal. Das heißt, wenn man sich das nochmal anschaut im Location Point Pattern, das ist ja auch sehr hilfreich, kann ich mir auch diese Werte aus der Woche und Monat hier auch ein, oder die Linien aus Woche und Monat auch einblenden. Das heißt, man sieht hier diese Wochenlinie, den EMA 130 bzw. den SMA 200 und man sieht, dass hier mehr oder weniger diese Umkehrkerze ungefähr um den SMA 200 auch reagiert. Das heißt, das ist hier mal grundsätzlich eine Chance, die man hier hat. Nichts ist hundertprozentig, aber dadurch, dass der Markt hier Möglichkeiten hat zu drehen, wir hier auch einen Doppelboden noch ausbilden, könnte dieses Signal hier schon eine bestimmte Wertigkeit haben. Das heißt, was man hier machen kann, ist das, dass man sich ein Setup hier reinlegt. Das ist ja auch sehr hilfreich im Trader ZX oder China Trader, dass ich mir hier meine Setups gleich in den Action Part legen kann und hier grundsätzlich mir schon ein Setup auch risikogemanagt reinlegen kann. Man sieht hier, das ist hier wird wieder der Einstieg geplant sein. Es gehen sich 400 Aktien von der CAG aus nach meinem Risikomanagement. Wenn ich jetzt den Wert weiter wegziehe, gehen sich dann nur mehr 300 aus. Das heißt, es verringert sich auch hier der Risikobetrag. Wenn ich wieder weiter hinzugehe, ändert sich ja wieder auf 400. Das heißt, hier bestehen natürlich die Rundungsregeln. Wir haben hier ein Risiko von $300 eingegeben. Das heißt, wir haben hier grundsätzlich $372, ein bisschen über dem Betrag, der eigentlich hier das Risikomanagement vorgibt. Und man sieht hier, dass was ich hier eigentlich erreichen kann, wenn ich auf diesen Trade einsteigen würde. Das heißt, hier grundsätzlich zieht das, dass ich ein Setup relativ klar eingehen kann. Und das macht auch das Location Point Trading auch sehr interessant, dass ich genau weiß, wo ist der Einstieg, kann ich mir natürlich noch weiter näher heranziehen. Und wo ist der Stopp? Das heißt, das Location Point Trading ermöglicht auch ein relativ klares und striktes Risikomanagement, hat aber den großen Vorteil, dass ich sehr enge Einstiege schaffen kann. Und wenn das Signal gut geht, habe ich sehr schnell die Möglichkeit, auch den Stop auf Break-Even zu ziehen. Das heißt, sobald mir der Markt hier in diese Richtung davonzieht und er wirklich auf dieses Signal reagiert, zum Beispiel hier in diese Richtung geht und hier loslegt, kann ich natürlich den Stopp relativ schnell hier auch nachziehen. Das heißt, hier kann man sich mal positionieren und schauen, wie der Markt reagiert. Kommt er hier zurück? Ich habe mich jetzt hinter dieser Kerze versteckt. Kommt er zurück? Bin ich eingestoppt? Und wenn er wirklich in diese Richtung geht, bin ich relativ schnell auch an meinen Targets. Ich kann natürlich die Targets platzieren, wo ich will. Macht natürlich aber auch Sinn, dass ich die Targets auch an Location Point Linien lege, wo man eben auch immer wieder sieht, dass der Markt reagiert. Das heißt, wenn hier ein EMA 130 oder SMA 200 daherkommt, dann hat der Markt natürlich Potenzial, dass er auch in diese Richtung kommt. Und es macht ja auch Sinn, dass ich hier ein Target auch lege. Und dann kann ich mir aber auch noch in den übergeordneten Zeiteinheiten anschauen, wo ist vielleicht in der Woche
eine Linie, die für mich interessant sein kann? Wo ist eine Linie im Monat, die für mich interessant sein kann? Und dahin kann ich mir dann meine Targets bzw. meine Stops auch relativ gut positionieren. Also das ist grundsätzlich die Herangehensweise, die man auch hat. Sie haben auch gesehen, jetzt wie zum Beispiel Einstiege und Stops bzw. Targets auch gemanagt werden können. Und das Gute ist auch, wenn man sich jetzt andere Trading-Stile anschaut, wie zum Beispiel Markttechnik und so weiter, da geht es immer darum, dass man am Hoch den Einstieg hat und irgendwo am Tief dann den Stopp legt. Und da hat man natürlich relativ weite Wege zwischen Einstieg und Stopp und dadurch verkleinern sich natürlich auch die Ordergrößen. Das heißt, man hat viel kleinere, um das gleiche Risiko, viel kleinere Ordergrößen, die man handeln kann. Und das ist einer der großen Vorteile auch des Location Point Tradings. Das heißt, man kann mit einer Kerze grundsätzlich entscheiden, das Signal geht es, vertraue ich dem Signal, dann lege ich den Einstieg darüber und den Stopp darunter. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns ein paar Werte an. Grundsätzlich mal funktioniert das dann so, ich habe ja meine Signale hier. Ich habe jetzt zum Beispiel die CAG schon in die Location Point Liste gegeben. Ich kann mir jetzt die BIBB anschauen, was das hier hergibt. Und das gibt mir einen Location Point 200er her. Das heißt, grundsätzlich habe ich das Signal hier wegen dieser Kerze bekommen. Das heißt, man sieht, der Markt ist hier, das ist übrigens auch, man sieht hier ein gutes Signal auch, der Markt hat hier einen Sterbe bekommen. Sterbes sind immer interessant anzuschauen und der Markt ist dann auch wirklich hier bis in diese Höhen gekommen. Danach ist er relativ stark abgestürzt. Wo fängt er sich gerade im Moment? Es scheint am SMA 200. Das heißt, das ist auch mal eine interessante Sache, dass man zumindest hier mal ein Signal hat. Aber wie interpretiert man das wieder? Man fängt wieder an der hohen, in der übergeordneten Zeiteinheit, um sich ein Bild zu machen. Der Markt ist hier wiederum EMA 130, geht rauf, kommt runter, zieht wieder rauf, hat hier relativ überdreht, zieht hier runter, SMA 200, geht rauf, kommt runter, reagiert hier am SMA 8, der Schlusskurs ist oben, hier oben, aber was man jetzt hier sieht, ungefähr am äußeren Bollinger Band, haben wir hier eine Umkehrkerze. Das heißt, der Monat ist eigentlich mit einer Umkehrkerze aus dem Vormonat versehen und wir sehen hier eine relativ starke rote Kerze in die Short-Richtung. Das heißt, eigentlich aus Location Point Sicht, aus der übergeordneten Zeiteinheit, ist dieser Wert eher in die Short-Richtung zu interpretieren. Schauen wir ihn jetzt auf Wochenbasis an. Man sieht hier, gehen wir rauf, SMA 20, hier nicht wirklich stark, kommt zurück, dreht hier, hat eine relativ starke Kerze, SMA 200, kommt ungefähr der erste Widerstand hier aus dieser Kerze, EMA 130 dreht er wieder, geht rauf, kommt zurück, nähert sich dem SMA 200, SMA 20 an. Rauf, runter, EMA 130, äußeres Bollinger Band, geht drauf, SMA 8, wir hier wieder rauf, aber jetzt ist der Markt hier runtergegangen, ist unter den SMA 20 gefallen und hat auch nicht wirklich hier die Tendenz, hier darauf zu reagieren und nach oben zu gehen. Hier bekommen wir ein Long-Signal an einem SMA 200. Würde ich jetzt nur diese Kerze hier bzw. dieses Chart sehen, hier sind wir auch mehr oder weniger im Climatic-Bereich angelangt. Wie man sieht, könnte man vielleicht meinen, okay, ich bekomme hier ein Long-Signal, ich probiere es mal. Aber, und genau das ist es,
Man soll sich nie gegen den Markt oder gegen die Strömung richten. Und wenn die übergeordneten Zeiteinheiten mir sagen, der Markt hat eher eine Tendenz in die Short-Richtung, das Monat das sagt, die Woche das sagt und ich hier aber auf Tagesbasis ein Long-Signal bekomme, dann ist es besser, ich lasse es bleiben, weil somit würde ich mich gegen den Markt stellen. Das hat natürlich keinen Sinn. Das heißt, dieses Signal, auch wenn ich hier ein Long-Signal bekomme, und genau das ist immer zu beachten, nicht jedes Signal hat hier auch eine Wertigkeit und wird nicht so ausarbeiten wie dieses hier, sondern hier sagt man eher, er hat vielleicht eine Möglichkeit, hier in eine Korrektur zu gehen, aber die wird nicht sehr weit reichen und der Markt hat eine große Tendenz, wieder hier auf diese Levels hier zurückzukehren. Das heißt, oder hier auf Wochenbasis auf diese Levels zurückzukehren. Das heißt, dieser Wert ist absolut uninteressant und ist nicht zu handeln. Schauen wir uns die BZ, der Brent, okay, das ist der Brent Futures. Das heißt Öl, nicht der CL, sondern das ist der BZ. Der ist hier doch irgendwie interessant, obwohl er nicht wirklich eine Stärke gibt. Stärke herzeigt. Okay, schauen wir uns das Monat mal an. Lange Aufwärtsbewegung. Hier zurück, SMA 8, hier auch wieder rauf, wieder runter. Auch diese Formation ist immer, wie man sieht, hier runter auf dem EMA 130, hat dann geschlossen und schließt über dem SMA 8. Das heißt, das ist eine relativ gute Bewegung, Bestätigung dieser Aufwärtsbewegung hier. Und man sieht auch, der Markt geht hier weiter rauf. Kommt zurück irgendwann einmal, ist auch wieder in diesem Bereich hier gewesen. Das heißt, er war überhitzt, er war climatic. Auch wie man sieht, hier in dem Bereich ist auch kurz climatic gegangen, war zu weit weg, hat sich dann wieder angenähert. Aber hier auch, das heißt, wir waren hier in dem Bereich climatic. Markt zieht sich ungefähr auf den SMA 20 zurück. Kommt hierher, wir stehen hier am EMA 130. Man sieht hier, der Markt hat sich zumindest eingebremst um diese Linie. Aber grundsätzlich diese Kerze, wenn man sich die hier noch anschaut, hat man eigentlich nicht wirklich den Eindruck, dass der Markt hier sich wirklich nach oben bewegen möchte, weil wir doch auf eigentlich Ende des Monats stehen. Und hier sich eher eine Umkehrkerze nach unten ausbildet. Das heißt, eigentlich der Markt hat hier nicht angeschoben nach oben, sondern eher nach unten. Schauen wir uns die Woche an. Wir stehen hier an der SMA, am SMA 200. Nehmen wir den raus hier da. Markt kommt runter. Man sieht Abwärtsbewegung SMA 20, Abwärtsbewegung SMA 20, SMA 20, äußeres Bollinger Band SMA 200 geht drauf, kommt runter, bremst sich hier ein, hat aber nicht wirklich eine starke Bewegung nach oben. Das heißt, wir hätten hier eine Umkehrkerze gehabt zu diesem Bereich. In diesem Bereich hier bestätigt sich aber nicht wirklich. Das heißt, wenn hier dann eine Folgekerze in diese Richtung noch gekommen wäre, könnte man sagen, okay, hier hat man wirklich ein Momentum in die Long-Richtung vielleicht. Ist nicht. Wir haben jetzt ein Stairway-Pattern bekommen am äußeren Bollinger Band. Wir befinden uns in der Nähe des SMA 200. Der Markt ist aber nicht wirklich stark nach oben. Das heißt, auch dieses Signal ist nicht unbedingt das, was man jetzt aufgreifen sollte. Das heißt, Öl, man hat hier zwar einen Unterstützungsbereich ausgebildet, aber was man hier wirklich benötigen würde, ist eine klare Umkehrformation, die sich vielleicht am SMA 200 hier bilden könnte, wenn der Markt hier runterkommt und hier noch einmal eine Umkehr bieten würde, dann würde das Öl hier interessant werden. Das heißt, eine Umkehrkerze hier in diesem Bereich
wäre natürlich dann hilfreich, dann wäre das ein gutes Einstiegssignal. Hier haben wir keines, würde ich auch im Moment nicht an der Seitenlinie lassen und hier nicht wirklich etwas tun. Das AMD könnte eventuell spannend werden. Und zwar aus dem Grund, wir haben hier eine Umkehrkerze bekommen. Sie sehen hier, das ist der SMA 8 der Wochen, diese Wochenlinie, die Sie auch hier sehen. Die habe ich hier eingeblendet. Markt ist wieder zurück, ist aber von hier abgeprallt, kommt zurück. Aber wie es heute ausschaut, bestätigt sich diese Kerze nicht. Wir sind auch nicht wirklich unter das Low gekommen dieser Kerze und der Markt dreht sich hier. Das heißt, das könnte hier ein Einstiegssignal in die Long-Richtung werden. Schauen wir uns das mal auf Wochenbasis an. Auf Monatsbasis. Markt kommt runter, hier rauf. Wir haben hier eine relativ starke Aufwärtskerze. Wir sind zwar jetzt auf Monatsbasis, haben wir eine Umkehrkerze, aber nicht wirklich einer der Location Point Linien. Also die würde ich jetzt nicht zu stark überbewerten. Das kann ganz, ganz einfach eine Korrektur aus dieser Bewegung heraus sein. Aber hier würde ich mal sagen, bin ich unentschieden auf Monatsbasis. Schauen wir uns die Woche an. Die Woche zeigt mir Folgendes an, dass der Markt hier rauf, runter, SMA 200, rauf, runter, MA 130, SMA 20, der Markt geht rauf, kommt runter. Wir befinden uns hier am SMA 8. Ja, der Markt ist zwar unter dem SMA 8 hier, was eigentlich besser wäre, wenn er oben über dem SMA 8 der Woche jetzt wäre. Wir sind zwar hier auch climatic gewesen in dem Bereich, das darf man nicht ganz übersehen. Schauen wir uns den Tag nochmal an. Also was ich hier machen würde, ist, dass hier ein sofortiger Einstieg, würde ich davon abraten. Aber was man hier gut machen kann, ist, man kann sich an dieser Kerze hier mehr oder weniger orientieren. Das heißt, wenn das Hoch dieser Kerze bzw. das Hoch dieser Kerze hier genommen wird, ich würde eher die nehmen jetzt, dann hat der Markt ein Potenzial, dass er wirklich nach oben weitergehen kann. Das heißt, hier grundsätzlich ähnlich wie zuvor, Einstieg kann entweder hier oder hier gesetzt werden. Und man kann sich hinter dieser Kerze verstecken. Das heißt, hat der Markt wirklich das Momentum, dass er hier rauf geht, dann kann sich dieses Signal hier mehr oder weniger bestätigen. Und der Markt würde hier auch Stärke zeigen. Und mehr oder weniger wäre das die Reaktion auf den SMA 8 aus der Wochenlinie heraus. Das heißt, hier grundsätzlich könnte man diesen Markt nach diesem Regelwerk hier bearbeiten nach den Location Points und hier natürlich dann aber auch suchen, wo befinden sich die nächsten Location Point Linien in den übergeordneten Charts und dort aber auch die Targets dann platzieren. Und aber in dem Fall würde ich wirklich raten, den Stop so schnell als möglich, wenn ich hier reinkomme in diesen Trade und er läuft wirklich für mich, den Stop dann so schnell als möglich auf Break-Even zu setzen. Das heißt, den Wert lege ich mir mal in die Location Point Liste mehr oder weniger, um ihn mir genauer anzuschauen. Kommt drauf an, würde der Markt hier wegdrehen, würde ich ihn natürlich rauswerfen dann und er wäre für mich nicht mehr relevant. Ja, okay. Schauen wir uns weitere Werte an. Was ich dann noch machen möchte ist, vielleicht findet man wirklich noch etwas Interessantes, der nicht. Also wie Sie schon sehen, grundsätzlich hier, ich suche mir nicht wirklich Werte raus, die ich jetzt herzeige, nur weil sie schön sind, sondern ich gehe ganz einfach durch diese Liste
und entscheide mich, ob es hier Sinn macht, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und genau das ist auch der Ansatz. Deswegen ist es hier, hat es ja auch nicht wirklich einen Webinar-Charakter, wo man sich mit Slides oder etwas darauf vorbereitet, sondern ganz einfach, wie man sich in der täglichen Arbeit an die Märkte annähert. So, was sehen wir hier? Ist irgendwie nicht ganz unspannend, die CCO. Wir haben hier ja ein Stairway-Pattern bekommen, das ist aber leider schon davon gelaufen. Das heißt, jetzt im Moment hier jetzt was zu tun, macht nicht wirklich Sinn. Ich gebe ihn aber schon mal auf meine Liste. Und zwar aus welchem Grund? So, wir sind hier wieder am Monat. Und wir haben hier ein Stairway-Pattern bekommen. Das heißt, der Markt ist runtergekommen, hat sich hier an den äußeren Bollinger Bändern eingebremst und geht hier in die Seite. Hat nicht wirklich eine Tendenz nach unten, in die Short-Richtung. Das heißt, ich bin hier auch relativ stark, relativ ja, neutral in einer Seitwärtsbewegung unterwegs. Das ist mal das die Sicht des Monats. Das heißt, der Monatssicht wird schon unterstützt aus diesem, aber das ist schon vor einigen Monaten passiert. Man muss sich natürlich überlegen, dann nimmt man so einen Wert, wenn er so in die Seite geht. Aber sei es mal drum. Ich bin jetzt hier auf die Woche und da wird es für mich am spannend, wenn ich mir das Bild jetzt anschaue. Der Markt geht rauf, kommt runter, äußeres Bollinger Band geht in die Seite, zieht dann rauf, EMA 130, kommt runter, bremst sich hier ein. Wäre interessant, ob wir hier irgendeine Monatslinie noch gesehen haben. Ja, ah, genau, das war die. Wenn sich das anschaut, nein, nicht wirklich. Okay, gibt eigentlich nicht wirklich etwas her, wo jetzt der Markt sich hier wirklich einbremst. Nicht auf einer Location Point Linie, aber wir haben hier mehr oder weniger diese Seitwärtsbewegung. Was jetzt aber passiert, schauen wir uns noch einmal die Woche an. Wir haben hier mehr oder weniger nicht drüber gekommen, hier eher eine Umkehrkerze in die Short-Richtung. Markt ist wieder hier hängen geblieben am SMA 8, aber wir haben jetzt hier einen Durchbruch durch den SMA 20 und genau der macht es ein bisschen, der macht es spannender, diese ganze Geschichte, weil es danach aussieht, dass der Markt hier mehr oder weniger eine Range durchbricht und auch den SMA 20 nach oben durchbricht. Das heißt, hier habe ich. Kann sich diese Spannung, die sich hier aufgebaut hat in dieser Seitwärtsbewegung, könnte sich hier lösen. Schauen wir uns den Tag an. Und im Tag haben wir hier genau dieses Stairway-Pattern bekommen. Das heißt, der Markt kommt runter. Wir haben hier das Aufsetzen auf den äußeren Bollinger Band. Der äußere Bollinger Band kommt entgegen. Und wir haben hier genau diese Reaktion. Jetzt ist natürlich der Markt schon relativ weit fortgelaufen. Das ist auch ein gutes Beispiel, wieso man hier eigentlich warten sollte und wenn es auch noch so gut ausschaut, nicht einsteigen soll. Der Markt ist davongelaufen und das heißt ja immer, lauf keinem fahrenden Zug hinterher. Ist hier stark. Wir schauen uns jetzt die Woche an, den SMA 20. Genau das ist jetzt der SMA 20 aus der Woche, den wir vorhin auch gesehen haben. Der das bestätigt, was wir auf Wochenbasis gesehen haben. Es schaut auch aus, dass der SMA 200 hier genommen wird auf Tagesbasis, diese orange Linie. Aber hier einzusteigen macht nicht wirklich Sinn. Und zwar aus dem Grund, wenn man sich, und das ist auch eine gute Veranschaulichung. Okay, das ist ein Penny Stock mehr oder weniger so. Das Setup, würde man jetzt einsteigen, würde das so ausschauen. Das heißt, ich habe hier ungefähr $300 Risiko. Ich würde hier einsteigen und würde 1600 Aktien von der CCO hier bekommen. Nur um das zu zeigen, was es bedeutet hätte, hier einzusteigen. Zu diesem Zeitpunkt, da sieht man, dass man nicht 1600, sondern 3000 Aktien dafür bekommen würde, um das gleiche Risiko. Ich aber natürlich
die gleiche Möglichkeit habe, die Targets zu erreichen, als wenn ich hier einsteige. Das heißt, da steigt man so ein, ist das erste Target bei 1,63 und das zweite bei 1,9. Wenn man, und man kann hier 243 bzw. 432 Dollar rausholen. Schafft man es, hier einzusteigen, und genau hier sieht man auch die Stärke des Location Point Tradings, 1,9 ist auch ungefähr oben beim SMA 200, der einem entgegenkommt. Und 1,43 haben wir gesagt, Moment. So schaffe ich hier, Moment, war es wirklich 1,43? Schauen wir uns das nochmal an. Das ist hier keinen. 1,63, okay. 1,90. So, ungefähr, ja, sind wir hier. So, schaffe ich es mit dem, na, nochmal, 1. So schaffe ich es hier mit dem gleichen Risiko, ungefähr mit dem gleichen Risiko, jetzt 330 US-Dollar, 480 aufs erste Target und 900 aufs zweite Target zu erreichen. Das heißt, wir haben ungefähr eine Verdoppelung des Gewinnpotenzials, nur weil wir es geschafft haben, hier eng einzusteigen. Wo ich aber jetzt hinaus möchte, ist genau das, dass es jetzt nicht wirklich Sinn macht, hier einzusteigen, nur dass ich dabei bin, sondern es gibt ja, wie man sieht, tausende Werte, die man handeln kann, wo ich jeden Tag Signale bekomme. Wenn ich aber jetzt auf diesen Wert warten möchte und sagen, okay, der macht wirklich Sinn, weil der macht jetzt hat ein Potenzial auszubrechen, so macht es ganz einfach Sinn, dass man hier sagt, ich warte, bis dass der Markt drauf geht, zurückkommt, irgendwo hier wieder an einem Location Point eine Umkehrkerze baut, aber eine enge, vielleicht in dieser Art, so eng wie der hier ist, und man dann mehr oder weniger diese Kerze versucht zu handeln. Und man sieht wiederum, dass ich jetzt hier, obwohl ich jetzt viel später eingestiegen bin, nicht hier unten, sondern erst hier oben, eigentlich ungefähr das gleiche Gewinnpotenzial mache, abhängig davon, wie eng diese Kerze hier ist. Das heißt, das macht es auch spannend, dass man sagt, okay, ich habe hier mein Signal bekommen, der Markt zieht an, ich warte aber auf die nächste Korrektur. Wenn die nächste Korrektur wieder an einem Location Point passiert irgendwo und das ganze Regelwerk bestätigt, so habe ich hier die Möglichkeit, eng einzusteigen in diesem Bereich. Und ich habe eigentlich nicht wirklich etwas verloren. Ich habe zwar etwas an Bewegung verloren, aber wenn ich hier eine relativ überschaubare Einstiegskerze, wie zum Beispiel die hier sehe, auf einer späteren Stelle bekomme, das mir bestätigt, dass der Markt hier wirklich nach oben möchte, dann habe ich immer noch die Chance, hier einzusteigen, und ich habe eigentlich doch ungefähr ziemlich das gleiche Gewinnpotenzial, das ich hier unten gehabt hätte. Aber ich bin hier nicht dem Markt hinterhergelaufen, sondern ich habe mir dieses Signal später bestätigen lassen, zu einem späteren Zeitpunkt bin ich dort eingestiegen. Und genau das sind so die Regelwerke, die man sich immer vor Augen halten sollte. Das heißt, das ist genau die Krux dahinter, sich nicht vom Markt irgendwie verleiten zu lassen, sondern einfach knallhart immer sein Regelwerk zu verfolgen, das auch einzuhalten. Und genau das Location Point Trading und genau der TraderZX China Trader, der bringt einen dazu, dass man seine Regelwerke einhält. Ich scanne hier 1800 Werte. Ich mache mir nicht die Mühe, hier 1800 Werte durchzuschauen, sondern ich lasse mir das vom System her rauskennen. Und dann schaue ich mir einfach täglich meine Werte durch, komme hier auf ein Signal, schaue mir das an, macht das Sinn, macht das nicht Sinn. Wenn es Sinn macht für mich, nehme ich es. Wenn ich sage, es hat Zukunftspotenzial, dann lege ich es mir auf die Watchliste und sage, okay, das möchte ich mir jetzt dann vielleicht in ein paar Tagen nochmal anschauen, um eine Korrektur abzuwarten und dann später nochmal einzusteigen und so weiter. Das heißt, hier ganz einfach Einhaltung der Regelwerke, aber immer ein klares Bild vor sich zu haben, weil man sich darauf verlassen kann, dass die Märkte immer nach bestimmten Regeln, schauen Sie sich das an, am SMA 20, wie auch immer, hier am SMA 8, aber so diesen Linien entlang schleichen.
und man hier auch wenn der Markt schon eine bestimmte Bewegung hinter sich gebracht hat, auch in der laufenden Bewegung hier immer wieder Einstiegspunkte findet. Und das macht das Ganze sehr spannend. Bezüglich AMD, da kommt eine Frage. Kleiner Moment, ich schaue jetzt mal durch, was ich an Fragen angesammelt habe. Bezüglich AMD, wenn sich die Bewegung nach oben nicht bestätigt, warum dann nicht denn die Abwärtsbewegung mitnehmen? Schauen wir uns die AMD nochmal an. Oh mein Gott. AMD. So, jetzt gehen wir uns hier rein. AMD, sind wir da? Okay. Warum nicht die Abwärtsbewegung mitnehmen? Weil ich ein klares, kann ich Ihnen schon sagen, ich habe hier ein Long-Signal. Wenn der Markt hier aufgeht und an einer dieser Linien, entweder an dieser oder dieser hier, eine Umkehrkerze baut, dann ist für mich das Regelwerk bestätigt. Dann sage ich ja, das kann ich jetzt hier nehmen. Aber hier nur zu sagen, okay, ich habe hier eine starke Abwärtsbewegung und jetzt mache ich die ganz einfach weiter. Man muss hier beachten, dass wir hier Climatic sind in diesem Bereich. Ist ganz einfach Regelwerk. Für mich macht es hier keinen Sinn. Ich bin hier Climatic. Ich gehe hier nicht noch weiter short, weil ich davon ausgehe, dass der Markt hier zumindest eine Korrektur macht. Das heißt, ich wüsste ja auch hier gar nicht, wo ich meinen Einstieg setze, weil ich müsste den Stopp irgendwo hinsetzen, wo ich keine Location Point Linie sehe. Hier habe ich eine Location Point Linie. Hier weiß ich, die Märkte können an diesen Punkten drehen. Wenn auch ich hier eine Kerze bekomme und der Markt hier darunter schließt, weiß ich, okay, die Bewegung kommt aus dem Grund, weil es meinem Regelwerk oder meinen Beobachtungen entspricht. Und dann weiß ich auch ganz genau, wo ich den Stopp hinsetzen kann. Hier wüsste ich nicht, wo ich den Stopp hinsetze. Ich habe hier ein Long-Signal. Ich bekomme hier zwar eine Umkehr. Ich könnte jetzt natürlich das auf gut Glück in diese Richtung auch handeln, dass ich sage, ich drehe das jetzt hier um und gehe in diese Richtung. Aber dann ist es für mich kein Trade nach Regelwerk, sondern eher ein Glückstrade, den ich hier machen möchte. Er könnte gut gehen natürlich, ohne Zweifel, aber er entspricht nicht meinem Regelwerk. Okay, ja, grundsätzlich habe ich jetzt mal einige Werte erklärt. Was ich jetzt noch mache, ist, ich schaue mir noch kurz ein paar Indizes an. Machen wir noch gute 10 Minuten. Kein Problem. Ja. Würde mich ja selber interessieren, wo die Märkte jetzt immer wieder hingehen. Das aktiv mit Ihnen zu analysieren. Auch wenn Sie eine Frage hätten, einen Wert, den Sie gerne analysiert hätten, schreiben Sie ihn rein. Ich schaue mir ihn dann noch kurz an, wenn Sie möchten. Gut, okay. Schauen wir jetzt den ES an. Spannend. Das heißt, das ist der S&P Futures, der S&P 500. Ich erkläre ihn jedes Mal, aber nur, dass man sieht, hier wieder rauf, runter, hier das rauf, runter, dieses Spiel kennen wir schon. Hier Stairway Pattern in die Long-Richtung. Den habe ich schon ein paar Mal auch versucht zu erklären. Was wir hier hatten, ist, dass sich der Markt hier in diesem Bereich extrem schwer getan hat. Ist immer wieder an die SMA 20 Grenze hier angestoßen und wollte nicht wirklich durch, ist unten aber hängen geblieben am SMA 8 auf Monatsbasis und jetzt ist jetzt durchgebrochen. Man sieht aber auch das Momentum, das hier entsteht, wenn so eine Linie genommen wird. Das heißt, hier haben wir eine kleine Kerze, hier haben wir aus dem SMA 8 heraus sind wir jetzt über den SMA 20 durch und boom, und jetzt geht das Ding nach oben los. Das heißt, das schaut jetzt, wir sind auch hier neutral. Wir waren auch hier Climatic in dem Bereich. Schauen wir uns auf Wochenbasis an. Auf Wochenbasis sind wir jetzt Climatic.
Und der Markt geht in eine Korrektur, wie es ausschaut. Auch hier wieder hier gut zu sehen. So, lösen wir alles raus, um uns nicht zu verwirren. SMA 200, rauf, runter. Rauf, runter, ungefähr am Bollinger Band, nicht wirklich, aber da haben wir genau den EMA 130 hängen geblieben, darüber geschlossen, rauf, runter, SMA 8. Spiel geht weiter, zieht weiter. Wir haben hier eine schöne Umkehrkerze. Die ist auch relativ interessant, diese Umkehrkerze, weil hier sieht man, dass wir hier aus einer Range mehr oder weniger ausgebrochen sind. Das heißt, hier top, 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 top. Auch hier wieder und plötzlich kommt diese Umkehrkerze und daraus kommt dieser Schub heraus. Jetzt sind wir aber climatic auf Wochenbasis. Das heißt, Vorsicht. Schaut zwar verlockend aus, aber wir können hier damit rechnen, dass der Markt hier zurückkommt, irgendwo auf dem SMA 8 hier aufsetzt, wenn ich hier eine schöne Umkehrkerze bekomme in diesem Bereich. Das sollte ich schöner zeichnen lernen. Schauen wir uns das an. So, ja, wenn ich hier eine Umkehrkerze bekomme, in diesem Bereich kann es natürlich auf Wochenbasis spannend werden. Schauen wir uns den jetzt auf Tag an. Ja, ich würde mal hier die Finger davon lassen, weil wir nicht wirklich sauber an den SMA 20 zurückgekehrt sind. Starkes Aufwärtsmomentum, Korrektur, nicht wirklich sauber an den SMA zurückgekehrt. Sie sehen hier noch die Wochenkerze, die ich versucht habe hier einzuzeichnen, dass es in dem Bereich spannend werden kann. Ich vermute, der Markt geht hier rauf, wird in den nächsten Tagen sich irgendwo an dieser Linie oben schwer tun und hat ein relativ gutes Potenzial, die Korrektur hier weiter fortzusetzen. Könnte natürlich sein, dass wenn hier das Bollinger Band raufgeht, dass wir hier vielleicht eine Umkehrkerze bekommen, was ich auch mit dem decken würde, was ich hier gesagt habe, mit dem Wochen SMA 8, der kommt ungefähr in dieser Richtung daher. Das heißt, hier sehen wir dann, hat der Markt ein gutes Umkehrpotenzial, um in die Long-Richtung weiterzugehen. Dass es ein schönes Bild ergibt in die Long-Richtung, das gibt uns das Monat vor. Wir sind hier durch, wir haben ein starkes Aufwärtsmomentum in dieser Kerze und man hat zumindest jetzt mal die Möglichkeit, hier, glaube ich, in der nächsten Zeit zumindest mal diesen Bereich hier anzuvisieren. Hier haben wir ein relatives Hoch, dass wir hier raufkommen. Hier kommt das Monatsbollinger Band daher. Das heißt, hier könnte es wieder ein bisschen shaky werden. Aber ich vermute mal, wenn wir hier eine Korrektur durchgemacht haben, eine kurze auf kurz auf Wochenbasis, dass das Monat hier auch weiterzieht und in die Richtung 4.900, 4.800, 4.900 mal relativ gut gehen könnte. Das mal zu den ES. Schauen wir uns den DAX an, was der uns zu erzählen hat. Ja. Tagesbasis nicht wirklich ein Signal. Was hier passiert, kann man mal grundsätzlich eine Monatseinschätzung auch machen, wo wir uns befinden. Ja, Punktlandung hier am SMA 200, der Markt ist rauf. Kommt zurück, hat hier oben mehr oder weniger ein Hoch gebildet, Allzeithoch, ja, sauber, ist zurückgekommen. Äußeres Bollinger Band, Kerze hat sich nicht wirklich bestätigt. Das kann eben immer wieder passieren. Genau auch auf diese Frage, die ich auch vorher versucht habe zu beantworten. Wieso dann, wenn sich das nicht bestätigt, wieso noch in die Short-Richtung zu gehen, weil sehr oft auch so etwas passiert. Das heißt, ich hätte dann nicht wirklich ein klares, obwohl diese Kerze hier auch, muss man sagen, auch hier am SMA 8 irgendwo genau angekommen ist, aber ich hätte hier kein gutes Gefühl gehabt, in die Short-Richtung zu gehen. Auch schon aus dem Grund heraus, weil wir hier in dem Bereich auch Climatic in die Short-Richtung sind, waren und deswegen hier auch noch dann weiter auf einen fallenden Markt zu setzen, ist nicht unbedingt wirklich zielführend. Kann natürlich so ausarten, dass er wirklich längere Zeit sich auch in dieser Phase befindet, aber hier noch einmal in diese Richtung zu handeln, sagt das Regelwerk nicht, dass man das nicht machen soll. Gut, okay. Aber wo befinden wir uns jetzt? Wir befinden uns und dort kommt
etwas ins Spiel, was ich schon einsetze, aber nicht wirklich hauptsächlich. Das sind diese Support und Resistance Levels. Und da sieht man auch wieder, der Markt ist hier relativ sauber aufgegangen, hat sich hier am SMA 20 gefangen, ist hier stark durch, weitergegangen, aber wir sind hier an dieser historischen, am historischen Hoch auch, und da tut sich der Markt immer schwer. Das heißt, Monatsbasis, ja, interessant. Wochenbasis, diese zwei Kerzen schmerzen ein bisschen im Bild, weil das, wenn man die beiden übereinander legt, hat man eigentlich, also diese Kerze mit dieser Kerze verbindet, kommt man auf einen, auf ein relativ starkes Umkehrsignal oder ein Double Bar Retracement in die Short-Richtung. Das heißt, diese, wir sind hier auf der, am SMA 20. Der Markt ist nicht wirklich stark. Ich sag mal, hier würde ich mich im Moment nicht trauen, long zu gehen. Auch der Tag rauf, runter hier am SMA 20 der Woche angekommen. Also da sieht man auch, dass das natürlich auf Tagesbasis auch immer die übergeordneten Linien relativ gut anvisiert werden. Der Markt dreht hier, tut sich hier schwer, kommt zurück. Wir sind hier wieder am SMA 20. Also mit dem DAX würde ich im Moment nichts machen. Er hat zwar, wenn er hier oben drüber geht, über dieses Hoch, danach kann man sich Einstiegssignale suchen, oder wenn der Markt hier rauf geht, zum Beispiel, hier korrigiert und in dem Bereich irgendwo Umkehrkerzen in die Long-Richtung zeichnet. Das ist dann, muss ich ein schöneres Zeichentool verwenden, so. Das heißt, wenn er hier sich dann mehr oder weniger in diese Richtung orientiert, dann hat man hier schon ein relativ gutes Indikation, dass der Markt hier wirklich in diese Richtung weitergehen könnte. Das heißt, es sollte hier nicht so eine kurze Korrektur sein, um das auch nochmal klarzustellen. Geht der Markt jetzt hier rauf, zum Beispiel, und kommt dann relativ stark zurück, irgendwo in diese Richtung und macht hier ein Umkehrsignal ungefähr in dem Bereich, wo der SMA 8, der SMA 20 daherkommt, dann ist das, hat auch einen Namen im Location Point Trading, ein sogenanntes Trampolin-Pattern, wo man dann relativ früh auch Ausbrüche aus seiner Range auch mehr oder weniger erkennen kann. Also im Moment nichts, wenn der Markt drauf geht, runterkommt und irgendwo in diesem Bereich hier Umkehrkerzen in die Long-Richtung aufbaut, dann hätte man hier die Möglichkeit, auch nach Location Point Regelwerk hier schon frühzeitig hier einzusteigen. Ja, okay. Gibt es Fragen? Ich glaube, ich wäre durch heute mit meinem Vortrag. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Anregungen, Tipps geben, wie man sich den Märkten annähert. Eigentlich ein simples Regelwerk, das aber dann doch sehr komplex wird, weil man ja sehr viele Faktoren wie übergeordnete Zeiteinheiten und so weiter mit einbeziehen kann. Das ist eben eine relativ lange Annäherung auch an solche Marktanalysen. Man braucht wirklich doch eine relativ lange Zeit, um diese Komplexitäten dann gut zu durchblicken, gut zu verstehen. Aber im Endeffekt ist es, wenn man es mir wirklich am Auge hat, am Schirm hat, wie diese Märkte hier funktionieren, nach welchen Regelwerken. Und das ist eigentlich ein fortsetzendes Regelwerk, an dem man sich gut orientieren kann, hat man doch sehr gute Chancen, die Märkte wirklich gut zu verstehen und auch immer nach den gleichen Regeln zu bearbeiten. Und lässt eben relativ wenig Interpretationsspielraum über. Gut. Ansonsten bedanke ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Nelson, bei dir für die Moderation oder Mitmoderation an diesem Webinar hier. Und ja, ich wünsche Ihnen von meiner Seite noch einen schönen Abend und man hört und sieht sich ja in der nächsten Zeit wieder mal. Vielen Dank.
Ich habe zu danken, ich habe ja gar nichts gemacht, Gilbert. Du hast ja entsprechend hier das Seminar gefüllt mit tollen Inhalten. Vielen Dank dir natürlich auch einen schönen Abend und vielen Dank an alle Teilnehmer heute. Natürlich wünsche ich Ihnen auch einen schönen Abend, aber auch eine erfolgreiche Woche. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online und ich würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal dabei sind. Da, Gilbert, da müssen wir noch mal kurz telefonieren und entsprechend neue Termine festlegen, aber Sie werden dann entsprechend benachrichtigt. Also, bis dahin, alles Ja. Gute, passen Sie auf Ihre Positionen auf und bleiben Sie gesund. Tschüss zusammen. Tschüss dann, schönen Abend.